Hallo, herzlich willkommen zu diesem Tech-Lehr-Video. Mein Name ist Henrik Gobeling. Das Thema dieser Lehreinheit ist die Bewegung Krummschill. Krummschill bedeutet übersetzt einfach so viel wie schwingen oder wippen. Und die Bewegung ist auch ganz einfach, und zwar ist es das Beugen des Knies. Die erste Übung geht folgendermaßen. Wir beugen aus der Parallelstellung einfach beide Knie durch, immer locker ins Knie gehen. Hana, Dul, Set, Net, Tassot, Yossot, Ilgot, Yodul, Ahot, Yol. Die zweite Übung geht folgendermaßen. Wir gehen immer so leicht nach links und rechts, ähnlich wie beim Skifahren. Wieder ganz normal, Parallelstellung. Und zehnmal wiederholen. Hana, Dul, Set, Net, Tassot, Yossot, Ilgot, Yodul, Ahot, Yol. Die dritte Übung sieht folgendermaßen aus. Wir heben beim Anwinkeln der Knie jeweils ein Bein hoch. Das heißt, wir gehen zum Beispiel rechts runter und heben das linke Bein hoch. Eins oder auf der anderen Seite zwei. Das heißt, auch eine ganz lockere, natürliche Bewegung. Das kann man dann erstmal langsam üben. Und nachdem man das gut koordiniert hat und ein bisschen fließend und sicher ist, übt man das in einem normalen Tempo. Wieder zehnmal. Na, Dul, Set, Net, Tassot, Yossot, Ilgot, Yodul, Ahot, Yol. Die Bewegung soll vor allen Dingen fließend und natürlich aussehen, wie eigentlich alles im Techno. Nochmal von der Seite. Na, Dul, Set, Net, Tassot, Yossot, Ilgot, Yodul, Ahot, Yol. Ja, das war die Lehreinheit zum Thema Krummschill. Viel Spaß beim Üben!